Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Libanon hat einen neuen Präsidenten. Frankreich macht Front gegen amerikanisches Embargo im europäisch-sowjetischen Erdgasgeschäft. Die 42. Nachkriegsregierung Italiens nimmt ihre Arbeit auf und das Wetter veränderlich bewölkt. Das sind die Schlagzeilen von heute. Der umstrittene Führer der rechtsgerichteten christlichen Milizen, Bechir Gemayel, ist vom Parlament in Beirut zum neuen libanesischen Staatspräsidenten gewählt worden. Der 34-jährige Gemayel löst damit den bisherigen Präsidenten Elias Sarkis ab, dessen sechsjährige Amtszeit am 23. September abläuft. Gemayel, der als einziger Bewerber für das höchste libanesische Staatsamt kandidierte, erhielt erst im zweiten Wahlgang die erforderliche einfache Mehrheit. Linksgerichtete und muslimische Abgeordnete boykottierten die Abstimmung. Sie protestierten gegen die Zusammenarbeit von Gemayel mit den Israelis. In einer Stellungnahme bezeichnete der designierte Präsident die Wiederherstellung der vollen Souveränität des Libanon als sein wichtigstes Ziel. Israelische und syrische Truppen hätten das Land zu verlassen. Die im Libanon lebenden Palästinenser müssten die Regierung in Beirut respektieren. Unterdessen geht in West-Beirut die Evakuierung der Kämpfer der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO weiter. Eine dritte Gruppe von insgesamt 620 Mann hat am Nachmittag an Bord einer griechischen Fähre die libanesische Hauptstadt verlassen. Die PLO-Kämpfer werden zunächst nach Zypern gebracht. Anschließend reisen sie nach Nord- oder Südjemen weiter. Der Abzug der Freischärler wurde von einem Zwischenfall überschattet. Ein mit Palästinensern vollbesetztes Jeep fuhr auf eine Mine. Bei der Explosion kamen alle Insassen ums Leben. Außerhalb West-Beiruts ist die Lage weiterhin gespannt. Auf der Verbindungsstraße von Israel zur libanesischen Hauptstadt geriet gestern eine Kolonne in einen Hinterhalt. Drei israelische Soldaten wurden verletzt. Bei dem Versuch, die palästinensischen Widerstandskämpfer festzunehmen, wurden zwei weitere Israelis verwundet. Die Guerilleros entkamen. Israel vermutet in diesem Gebiet 50 Kilometer südlich von Beirut noch 1000 aktive PLO-Kämpfer. Jerusalem hat die Palästinenser gewarnt, die Waffenruhe erneut zu brechen. Der Abzug der PLO aus Beirut hat dazu geführt, dass die Diskussion um eine dauerhafte Lösung des Nahostproblems neu belebt wird. Der amerikanische Außenminister Schulz forderte Israel auf, einen Teil des Westjordanlandes und des Gazastreifens zu verlassen und auf sie zu verzichten. Diese Gebiete könnten später einmal, so sehen es verschiedene Pläne vor, zu einer nationalen Heimstatt für die Palästinenser werden. Der israelische Außenminister Shamir kritisierte die Forderungen seines amerikanischen Kollegen. Shamir erklärte, es sei weder gerecht noch vernünftig, von Israel jetzt weitere Opfer zu verlangen. Israel habe bereits den Sinai aufgegeben und sei dabei Risiken eingegangen. Mehr könne jetzt nicht erwartet werden. Nun zu weiteren Nachrichten. Frankreich macht zusehends Front gegen das von der US-Regierung verhängte Embargo im europäisch-sowjetischen Erdgasröhrengeschäft. Die Regierung in Paris ordnete heute an, dass die französische Tochtergesellschaft eines amerikanischen Konzerns in den nächsten Tagen die mit der Sowjetunion vereinbarte Lieferung von Kompressoren im Rahmen des Erdgasgeschäfts aufnehmen muss. Im Rahmen des Embargos hatten die USA unter anderem Tochterfirmen von US-Unternehmen die Erfüllung solcher Verträge untersagt. Die neue Regierung von Italiens designiertem Ministerpräsidenten Spadolini wird noch am Abend zu einer ersten Sitzung zusammentreten. Das 42. Kabinett Italiens seit Ende des Zweiten Weltkriegs, das heute vereidigt wurde, hat keine personellen Veränderungen gegenüber dem vorherigen Kabinett erfahren. Die wichtigste Aufgabe der neuen Regierung, so Spadolini, liegt in der Reform der staatlichen Institutionen. Der Streit um den Bundeshaushalt des kommenden Jahres wird härter. Die CDU-CSU-Opposition verlangte heute offiziell einen neuen Entwurf der Regierung. In dem entsprechenden Antrag, der heute im Bundestag eingebracht worden war, wird ferner ein überarbeiteter Nachtragshaushalt für 1982 gefordert. Die Regierungskoalition will diesen Antrag ablehnen, dies kündigten Parlamentarier beider Parteien an. Der finanzpolitische Sprecher der Opposition, Häfele, begründete den Antrag vor der Presse. Wir fordern die Bundesregierung auf, den Entwurf des Nachtragshaushalts 1982 zurückzuziehen. Dieser wurde ja kurz vor der Sommerpause eingebracht.
Zweitens den von der Bundesregierung am 7. Juli beschlossenen Haushaltsentwurf 1983 und den zugleich verabschiedeten Finanzplan des Bundes bis 1986 dem Parlament nicht zuzuleiten, vielmehr drittens unverzüglich einen überarbeiteten Nachtragshaushalt für das Jahr 82 sowie einen neuen Haushaltsentwurf 1983 und einen neuen Finanzplan auf der Grundlage wirklichkeitsgerechter Annahmen zur Wirtschaftsentwicklung und zur Entwicklung der Arbeitslosenzahlen vorzulegen. Jede weitere Verzögerung, um dieses Problem anzupacken, ist schädlich. Wenn man da bis November warten will, dann kann man ja die Gesetze, die notwendig sind, nicht mehr rechtzeitig machen, um vor dem 1. Januar sie in Kraft zu setzen. Jeder Monat, der weiter ins Land geht, untätig, ist ein weiterer Schaden. Regierungssprecher Rühl sagte, das Kabinett werde sich übermorgen auch mit der Frage der Vorlage neuer Wirtschaftsdaten befassen. Man werde ein geordnetes und zweckmäßiges Verfahren entwickeln. Die baden-württembergische Landesregierung hat beschlossen, den in Vergleich gegangenen AEG-Tochterunternehmen Zanker und Neff sogenannte Massekredite zu gewähren. Die 10 Millionen Mark für Neff in Bretten und die 5 Millionen für Zanker in Tübingen sollen gewährleisten, dass die Produktion weitergehen kann. Bei beiden Unternehmen war die Produktion wegen fehlender Geldmittel eingestellt worden. Die insgesamt 2700 Mann Belegschaft mussten kurz arbeiten. In Berlin gingen unterdessen die Proteste gegen die von AEG geplante Schließung des Werks Brunnenstraße weiter. Berlins Senat, Parteien, Gewerkschaften und die Belegschaft sind sich einig in der Ablehnung der AEG-Pläne. Die rund 3700 Beschäftigten in der Brunnenstraße protestieren heute Morgen dagegen, dass 2300 von ihnen entlassen werden sollen. Die Uhr ist abgelaufen, die Zeiger fehlen. Ein Bild mit Symbolkraft für die Situation der Berliner AEG-Fabrik in der Brunnenstraße. Auf der Betriebsversammlung blieben die 3700 Belegschaftsmitglieder unter sich. Der Berlin-Beauftragte des Unternehmens, das Vorstandsmitglied Günther Jämlich, nahm nicht daran teil. Kolleginnen und Kollegen, die Geschäftsleitung kann ich nicht begrüßen. Auf der Betriebsversammlung wurden immer wieder Auffanggesellschaften unter der Beteiligung des Landes Berlin gefordert. Der Senat will morgen mögliche Hilfeaktionen beraten. Nach bisherigen Ankündigungen will er die Gewährung von Landesbürgschaften von der Erhaltung der Arbeitsplätze abhängig machen. Das Verkaufslager für die Industriemotoren. Die Regale sind gut gefüllt. Der Absatz stagniert. AEG will sich deshalb aus diesem Markt völlig zurückziehen. Davon war heute in den Werkhallen allerdings nicht zu spüren. Wann die Stilllegungen wirksam werden, ist offen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Beratungen zwischen Vorstand und Wirtschaftsausschuss sind noch nicht abgeschlossen. Viel mehr als eine Zeitverschiebung wird der Wirtschaftsausschuss des Betriebsrates allerdings kaum erreichen. Letzten Endes kann der Vorstand Beschlüsse auch gegen den Widerspruch des Wirtschaftsausschusses durchsetzen. Im Oktober sollen die ersten Kündigungen erfolgen. Mit rund 30.000 arbeitslosen Lehrern rechnet die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zu Beginn des kommenden Schuljahres. Damit sei, so heißt es in der neuesten Ausgabe der Gewerkschaftszeitschrift, die Lehrerarbeitslosigkeit in einem Jahr um rund 50% gestiegen. Das tatsächliche Ausmaß der Lehrerarbeitslosigkeit werde jedoch durch die nach wie vor große Zahl befristeter Kurzarbeitsverträge verschleiert, heißt es weiter. Ab heute müssen die Autofahrer an den Zapfsäulen der deutschen Esso 3 Pfennig mehr für Super- und Normalbenzin und 2 Pfennig mehr für Dieselkraftstoff bezahlen. Der Mineralölkonzern begründete diese Verteuerung mit seiner unbefriedigenden Ertragssituation. Als Reaktion darauf hat die baden-württembergische Verbraucherzentrale die Autofahrer zum Boykott der Esso-Tankstellen aufgerufen. Der ADAC Nordrhein-Westfalen forderte die Verkehrsteilnehmer auf, vor dem Tanken Preisvergleiche anzustellen. An der Küste Islands droht ein Massensterben gestrandeter Wale. Experten vermuten, dass die Tiere durch ein von Parasiten verursachtes Leiden in den Gehörgängen ihren Gleichgewichtssinn verloren haben. Diese schmerzhafte Erkrankung stört den Orientierungssinn und der Herdentrieb der Wale führt dazu, dass sie hilflos an Land schwimmen. Alle Versuche, die Tiere wieder auf die offene See zu schleppen, scheitern, da sie aufgrund ihrer Erkrankung immer wieder auf die Küste zuschwimmen. Nicht erst seit der Zeit, als das Öl immer teurer wurde, sucht und forscht die Wissenschaft nach alternativen Energien. Und genauso alt wie diese Tatsache ist die Diskussion über diese Energieträger, die einmal das Öl ersetzen könnten.
Zur Versachlichung über das Für und Wider der Solarenergie soll jetzt ein Langzeitversuch dienen, der die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit von Solarsystemen im haustechnischen Bereich untersuchen soll. Durchgeführt wird dieser Versuch vom Technischen Überwachungsverein. In Auftrag gab ihn die Stiftung Warntest. In diesem auf 2 Jahre angelegten Test werden zum ersten Mal 14 der gängigsten in der Bundesrepublik hergestellten Solarsysteme auf Herz und Nieren überprüft. Getestet werden auf der eigens hierzu errichteten Versuchsanlage ausschließlich sogenannte solarthermische Anlagen, die nicht unmittelbar der Stromerzeugung, sondern der Brauchwassererwärmung dienen. Das mit insgesamt 1,8 Millionen Mark vom Bundesforschungsministerium finanzierte Projekt soll die Vervollkommnung von Prüfungsmethoden ebenso anstreben wie die Weiterentwicklung dieser Energie. Wir testen die Sonnenheizungssysteme im Hinblick auf ihre Montagefreundlichkeit. Dadurch wird der Endpreis bestimmt. Im Hinblick auf ihre Leistungsfähigkeit, wie viel warmes Wasser während eines ganzen Jahres durch Sonne erzeugt werden kann. Im Hinblick auf Sicherheitstechnik und natürlich im Hinblick auf ihre Langzeitbeständigkeit. Allgemein kann gesagt werden, dass für eine Sommertagen geben. Bei einer Sonneneinstrahlung von 90 Watt pro Quadratmeter, dies entspricht einem Zehntel der normalen Energiemenge, schalteten sämtliche Systeme ab.